Wie viel habt ihr von den Dingern? Wir haben insgesamt 12 Fahrtragen, die teilweise gleichzeitig im Einsatz sind, aber auch an manchen Tagen eben nicht gleichzeitig. Die habt ihr selber konstruiert für die Wiesen, ne? Richtig. Wir haben hier auf der hinteren Seite der Trage haben wir oben eine Platte eingebaut. Da kann man was ablegen. Genau. Hier? Okay. Zum Beispiel, wir haben hier unten haben wir jetzt mehr Stauraum, um 2 Rucksäcke noch mit reinzutun, um ein Defibrillator mit drauf zu tun. Wir haben die Reifen geändert. Die sind dieses Jahr aus Hartgummi, was uns erleichtert, über das Festgelände zu fahren. Zu rasen. Zu rasen. Ihr habt sie jetzt dieses Jahr GPS geortet, hattet ihr letztes Mal auch schon, aber dieses Mal noch genauer. Unsere Leitstelle kann eben sehen, wo welche Trage haargenau ist und kann natürlich dann die nächstgelegene Trage zum Patienten schicken. Dann kommen wir noch schneller am Ort des Geschehens an. Ich möchte jetzt mal schauen, wie es sich in diesem Teil da drin fährt, also wie das Gefühl ist. Uiuiui. Bisschen Gas geben? Wir könnten. Na mach doch. Jetzt geben die richtig Gas. Ja, das macht schon bedeutend mehr Spaß. Keine Ahnung, wo wir sind. Der soll jetzt nicht rausschauen unbedingt. Nee. Nein. Lass mich raus! Mein Eindruck einmal mit der Fahrtrage, mit der Rettungstrage über die Wiesen fahren, war eine tolle Geschichte, ein toller Eindruck. Und jetzt bin ich wieder im Freien. 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.